Was ist jetzt eigentlich Klimawandel? Eine laufende Veränderung des Klimas der Erde ist ein ganz natürlicher Prozess. Ein wichtiger Faktor in dem Prozess ist der Treibhauseffekt, welcher zum Beispiel durch Vulkanismus, Waldbrände und Wasserdampf antrieben wird. Dabei wird durch gewisse Gase Sonnenenergie in der Atmosphäre gefangen und somit das Klima erwärmt, ähnlich wie sich ein Glashaus durch die Sonneneinstrahlung stärker erhitzt als die Umgebung. Momentan ist halt das Problem, dass wir Menschen durch Großstädte, Landwirtschaft und Verkehr sehr viel zusätzliche Treibhausgase produzieren und deshalb viel mehr Sonnenenergie im Klimasystem gehalten wird und sich das weltweite Klima überdurchschnittlich schnell verändert. Und warum ist das jetzt alles so schlimm? In den Alpen zum Beispiel führt das alles zu einem Temperaturanstieg von 2,5 bis 5 Grad bis ins Jahr 2085 und zu mehr Niederschlag im Winter, während es im Sommer immer weniger Regner wird. Die Schneefallgrenze wird weiter nach oben wandern und der Schnee wird weniger lange liegen bleiben. Außerdem wird es immer mehr und immer stärkere Extremwetterereignisse geben. Eine von den unzähligen Tierarten, die davon direkt betroffen ist, ist der Schneehase. Er ist ohnehin bereits ein gefährdeter Tierort und lebt in Österreich nur in den Alpen zwischen 1600 und 2300 Meter Seehöhe. Im Sommer ist er fellbraun und er schaut einem Feldhasen ähnlich. Im Winter wechselt er allerdings der Fell und er wird fast ganz weiß. Durch den Klimawandel verkleinert sich sein Lebensraum deutlich. Andererseits vergrößert sich durch die Klimaveränderung der Lebensraum des Feldhasens, der dann dem Schneehasen starke Konkurrenz macht. Durch diese Überlagerung der Lebensräume kommt es auch immer wieder zur Hybridisierung der beiden Hasenarten, was den Lebensraum des Schneehasens noch weiter einschränkt. Wenn sich also dieser Trend des Klimawandels fortsetzt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Schneehase in Österreich vom Aussterben bedroht ist. Und was soll ich da dagegen tun? Treibhausgase verringern bringt eigentlich nur Positives für einen selbst. Durch weniger Autofahren, mehr Geh- oder Radlfahren bleibt man körperlich fit und wenn man weniger Wegwerfprodukte kauft, spart man sich einfach bares Geld. Eine Ernährung mit regionalen und saisonalen Produkten ist gut für den Körper und verkürzt Transportwege und Kühlzeiten. Ein geringerer Konsum von Tierprodukten reduziert die Methanproduktion durch Rinder und generell den Energieverbrauch für die Futtererzeugung. Und wenn man in eine Wärmedämmung investiert, weniger heizt und moderne LED-Lampen verwendet, spart man sich eine Menge an Energiekosten. Es ist also eigentlich überhaupt nicht schwer, etwas für ein besseres Klima und dabei direkt für sich selbst zu tun.